wünsche Ihnen eine gute Reise und kommen Sie bitte auch alle wieder. Gemerkt haben, dass die Leute von der Technik manchmal auch so ein bisschen beeindruckt sind, haben wir so einen offenen Bereich gemacht, hier diesen Parcours, wo sie hinterher die Sachen selbst ausprobieren können. Wer kann schießen? Mit dem Finger drauf gehen, hört die Kopfmaus auf und schaltet sich wieder um auf die normale Maus. Muss man ein bisschen trainieren, darf nicht zu lange auf einem drauf bleiben. Mathe Heft Corner ist ein Verlag, also in Berlin haben das fast alle Schulen, das hier digitalisiert ist. Das heißt, Sie können das im Unterricht aufmachen auf dem Computer und das Kind macht genau das Gleiche wie alle anderen. Da müssen wir, finde ich, noch mehr größer denken und sagen, wie kann man eine Infrastruktur für inklusive Teilhabe schaffen, die dann nicht davon abhängig ist, ob ich zufällig in Berlin 300 Meter vom Bundesministerium bin. Daran erkennt man, wenn wir eine Gruppe sind, wo mehrere Behinderungen vorhanden sind, dass man darauf achten muss. Das war auch in leichter Sprache und wenn wir dann halt was nicht verstanden haben, dann hatten wir auch eine nette Assistentin dabei, die uns das in leichter Sprache dann auch erklärt hat und wir konnten jederzeit nachfragen. Da ich ja aus einer Werkstatt komme für Menschen mit Behinderung, ich selber in der Werkstatt arbeite und mich das sehr interessiert, wie arbeiten die hier? Was macht die Politik mit uns? Ich glaube, die Herausforderung ist, dass sich das noch ein bisschen einspielen kann. Wie läuft das, dass die Verstehensassistent Zeit hat, was zu übersetzen? Weil es war nicht in leichter Sprache, es war schon schwer. Und ich glaube auch vom Aufbau, wie lang ist es? Zum Beispiel habe ich dann eine Pause mit den Herren gemacht, weil die Strecke sehr, sehr lang war und es auch zu viel Information war. Aber ich glaube, das kann man gut aufbauen und miteinander. So, aber das war eine Herausforderung. Also es waren ganz unterschiedliche Teilnehmende dabei, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die Leute, die dabei waren, also die uns da geführt hat und die auch die Reisegruppe geleitet hat, die waren offen für alle Anregungen, die haben alles aufgegriffen, die haben jederzeit Raum gelassen für Fragen und für Anregungen. Das eigentlich, dass man einerseits sich auf den historischen Ort einlässt, auch mit seiner Dimension, so das wirkt ja durchaus auch, und auf der anderen Seite aber auch die notwendigen Hintergrundinformationen vermittelt bekommt, um auch bestimmte Dinge zu verstehen. Genau das sind die Fragen, um die es hier geht. Also Herausforderungen sind immer die unterschiedlichen Bedürfnisse an Barrierefreiheit, also nicht nur, dass man leichte Sprache verwendet, sondern auch, dass man darauf achtet, ob alle mitkommen, ob alle den Weg schaffen, ob alle so viel aufnehmen können zum Beispiel. Das sind noch ganz andere Dinge und ich glaube, man muss einfach drauf, also man muss so viele Aspekte berücksichtigen, dass man einfach auch Geduld haben muss und nicht denken darf, das muss alles super perfekt immer funktionieren. Es ist gut, dass wir heute also hier versuchen, Dinge zu lernen und umzusetzen, aber es wird, glaube ich, jetzt nicht jeder, der hier ist, wird jetzt nach Hause gehen, das perfekte, barrierefreie Konzept mit nach Hause nehmen, weil das geht, glaube ich, so erstmal gar nicht. Das braucht noch ein bisschen. Alles fragen, wenn die Frage auftaucht. Genau. Ja, also was ist überhaupt? Genau, was ist das? Und verschiedene Menschen werden eine ganz andere Antwort darauf geben.
Wir erleben diese Säule hier schräg krumm. Aber eigentlich sieht das Auge einen rechten Winkel zum Boden. Und das Auge sagt dem Gehirn, das Boden musste eben sein. Und dann sagen die Füße, Moment mal, ne? So ist das eigentlich nicht. Ich fand es gut, weil wir waren aber eine kleine Gruppe. Es ist jetzt schwer, unabhängig von den Rahmenbedingungen, glaube ich, das zu beantworten. Sodass mir von daher nicht ganz klar war, gab es da vorher tatsächlich eine große Absprache, wer kommt und wie kann man, gibt es speziellen Konzept jetzt für inklusive Vermittlungen? Wir haben festgestellt, barrierefrei war es nicht an allen Stellen. Und dann sind wir aber sehr schnell auf die Frage gekommen, müssen alle gleich schnell oder gleich langsam sein in einer inklusiven Gesellschaft? Sind alle gleich, nach welcher Norm oder auch nicht? Wir haben uns darauf eingelassen, als Gruppe zusammen unterwegs zu sein. Da waren manche anders unterwegs, hatten mehr Zeit mal zu gucken, waren nicht so gehetzt oder getrieben, wie sie das sonst sind, weil sie sich wo angepasst haben. Und wir haben dann gesagt, wir müssen eigentlich die Norm verändern und nicht das Tempo, also im Sinne von, alle müssen gleich schnell oder langsam sein. Dass man wirklich 5 Minuten über das Thema redet und dann halt eben wirklich sich das selber nochmal anschaut, selber drauf zugeht. Dass halt jeder halt dazugehören kann, also dass man zeigt, was können Menschen mit Down-Syndrom, und das finde ich sehr schön.